Süßes machte schon immer glücklich. Und ein gutes Essen braucht einen perfekten Abschluss. Das Dessert ist der Gipfel der Genüsse. Dafür war den Köchen kein Weg zu weit. Aber warum lieben wir Süßspeisen mehr als andere? Welche Geschichte haben sie? Und warum ließ ich mit ihnen so wunderbar angeben? Wir sind, was wir essen. Aber warum? Und wie hat das alles angefangen? Wir zeigen Ihnen die Kochkünste des Mittelalters und wie die alten Römer das Eis aus dem Gletscher geschlagen haben. Ich serviere Ihnen die Geschichte des Essens von der Steinzeit bis heute. Drei Folgen darüber, warum wir essen, was wir essen. Und das ist alles andere als ein Historienschinken. Bei Desserts geht es nicht mehr um Elementares wie Brot oder Salz, sondern um Kultur. Süßigkeiten erfüllen Bedürfnisse, die über das Sattwerden hinausgehen, die unsere Spezies zu was Besonderem machen. Nicht selten haben sich Zuckerbäcker und Patissiers als was Besonderes, als Künstler gefühlt. In der Renaissance haben Adlige ihre Tafeln oft mit Zuckerkunstwerk überladen. Zu den Klassikern der Kochgeschichte gehören das Baiser, der Kuss aus Eisschaum. Der Kaiserschmarrn sollte der Legende nach ursprünglich Kaiserinnenschmarrn heißen. Die feiste Mehlspeise wird zur Hochzeit von Franz Josef mit Sissi kreiert. Doch die frisch gebackene Kaiserin lehnt dankend ab. Zu mächtig. Als Hostie zum Abendmahl beginnt die Karriere der Waffel. Als solche wird sie in den Klöstern Frankreichs und Belgiens schon ab dem 9. Jahrhundert verteilt. Und die Turbane der Heiligen Drei Könige sollen für die Form des Gugelhupfs verantwortlich sein. Bei uns in Deutschland sah es eher trist aus. Nachtisch, das hieß meistens Eingemachtes oder Kompott. Und unser Dauerbrenner Pudding in seinen klassischen Varianten Schokolade und Vanille, der stammt ursprünglich überhaupt nicht aus Deutschland. Schon die alten Griechen kannten ihn. Und das Wort Pudding bedeutet Wurst im Darm. Im Laufe der Jahrhunderte wurde die Füllung des Darms süß. Geblieben ist nur das Wort Pudding. Och. Von diesem Problem können Generationen von Hausfrauen ein Lied singen. Bis Dr. Oetker kommt. Um 1900 experimentiert der Apotheker erst mit Fußsalben, dann mit Backpulver. Bald hat er eine Idee, die ebenso genial wie einfach ist. Er füllt in ein Tütchen genauso viel Backpulver, wie man zum Backen eines Kuchens braucht. Und verspricht damit Gelinggarantie. Die Hausfrauen sind begeistert. Endlich kümmert sich ein Doktor um ihre Belange. Endlich keine Versagensängste mehr am heimischen Herd. Nicht nur das, Dr. Oetker entwickelt ein weiteres Produkt, Puddingpulver. Man ist überzeugt, es fördere die Emanzipation der Frau. Denn es spart Zeit. Die treusorgende Gattin kann dem Herrn Gemahl den geliebten Nachtisch servieren und arbeiten gehen. In der europäischen Hochküche war es ja lange Zeit üblich, so füllhornmäßig alles auf den Tisch zu stellen. Und vor allen Dingen auch Dinge, die wir heute nicht süßen würden, zu süßen. Zucker war ein Luxus, also süße Fischpastete, süßer Schinken. Das war sehr üblich und wurde zugleich eben mit Desserts im heutigen Sinne eingedeckt. Erst mit dem Rationalismus der französischen Küche setzt so eine Art Speisefolge ein, die dann dazu führt, dass, ich würde sagen, im Wesentlichen im 18., 19. Jahrhundert das Dessert dann autonom wird. Diese Desserts umfassen kandierte Früchte, Eisbomben, Torten, die dann süß werden, und Mehlspeisen. Eine der liebsten Mehlspeisen der Deutschen ist der Berliner oder Pfannkuchen. Männer, habt ihr Hunger? Einer populären Legende nach wird er 1756 von einem Berliner Zuckerbäcker erfunden.
Eigentlich will dieser Friedrich dem Großen als Kanonier dienen, ist aber wehruntauglich. Was ist denn das? Kleine Kanonenkugeln für den kleinen Hunger. Bitte. Als Dank, dass er doch beim Regiment bleiben darf, kreiert er Kanonenkugeln aus Hefeteig, backt sie für die Soldaten in heißem Öl und dann frisch auf die Hand. Oder besser aufs Bajonett. Das süße Teilchen kommt bei allen gut an. Nur bei der Namensgebung ist man sich nicht einig. Berliner? Balm? Puffel? Kreppel? Krapfen oder eben Pfannkuchen? Was dem Volk der Kreppel, ist dem Adel seine Torte. Vor allem in ihrer Königsdisziplin, der englischen Hochzeitstorte. Queen Mum übertrumpft ihre Vorgängerinnen mit einer Prachttorte von 3 Metern Höhe. Ihre Tochter, Königin Elizabeth, lässt sich auch nicht gerade lumpen. Die Hochzeitstorte von Charles und Diana hält länger als ihre Ehe. Für 200 Pfund kann man heute noch ein Stück ihrer Torte ersteigern. Da ist das royale Gebäck von Kate und William allerdings mehr wert. Ein Kuchenstück kostet immerhin fast 3000 Euro. Die Adligen sind es auch, die als erste in Europa die Vorzüge von Schokolade entdecken. Sie wird zunächst als Heißgetränk an den Höfen gereicht und oft aus der Untertasse genascht, gerne ganz privat. Denn sie verkörpert das gepflegte Nichtstun und soll die Leidenschaft fördern. Während Schokolade für die barock-katholische Sinnlichkeit steht, hat der Kaffee schon früh den Ruf, von asketischen Protestanten getrunken zu werden. Denn Kaffee weckt den Geist, Schokolade den Körper. Kakao wird lange auch als Medizin verabreicht. Doch Schokolade trinken ist vor allem eines: schick. Die Upper Class genießt das Getränk faul beim Morgenempfang im Salon. Als das Gerücht von der aphrodisierenden Wirkung von Kakao die Runde macht, treten die Gegner auf den Plan. Fürsten und die Kirche verbieten zeitweise das lasterhafte Getränk. Ohne Erfolg. Und mit ein paar genialen Erfindungen, vor allem aus der Schweiz, wird die meist bröckelnde Schokolade in Form von sahnigen Milchschokoladentafeln zur Erfolgsgeschichte. Viele Desserts werden besonders geschätzt, wenn sie kühl sind. Schon im alten Rom kennt man geeiste Getränke. Kaiser Nero liebt gecrushtes Eis mit Sirup, den antiken Smoothie. Er hat gleich mehrere Sklaven abgestellt, nicht nur fürs Fächern, sondern um ihm das begehrte Eis zu besorgen. Seine Eisläufer holen Gefrorenes aus den Bergen. Doch wehe, man ist nicht schnell genug und bringt dem launischen Kaiser nur Geschmolzenes. Dann heißt es, ab zu den Löwen. Wolle ich nicht herumhugveniere. Hier oben treffe ich gleich Professor Peter Schwarz. Der kennt sich aus mit dem Eistransport vergangener Epochen. Peter, wie hat man sich früher Eis beschafft? Man hat das Eis in den Bergen, das kann in der Nähe von Rom gewesen sein, im Winter beschaffen können. Oder man ist dann im Sommer in die Alpen gezogen und hat sich das Eis dort beschafft. Und wie hat man das denn aus den Bergen, aus den Alpen, aus den Apenninen, wie hat man denn das dann in die großen Städte gebracht? Literarisch überliefert ist es nicht, aber wir können da mit mittelalterlichen und neuzeitlichen Parallelen arbeiten. Das heißt, man ist in das ewige Eis auf den Gletscher gegangen, hat das Eis dort geschlagen, eingewickelt und dann zuerst zu Fuß und dann wahrscheinlich auf Karren in die Städte gebracht. Auf dem Schnalstaler Gletscher in Südtirol
will ich mich nun einmal als antiker Eisschnellläufer versuchen. Auf über 3000 Metern Höhe erstmal Eis schlagen. Was nicht ohne ist. Dabei musste ich den Berg nicht mal hochklettern. So. Schau her. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob du da Eisblock. Das Sollgewicht erreicht hast. Was schätzt du? Ja, irgendwie zwischen 25 und 30. Das würde ich auch sagen. Ich heb so. Okay. Und Achtung, okay. Fertig. Ja. Ja. 27, 28. 2, 3. Uah. Auch oben drauf. Ja. Zunächst wird das Eis in Stroh gepackt. So. Dann wird das Ganze mit Leinen umwickelt. So hält sich meine Ausbeute am längsten. Wo ist das Ding? Also, auf geht's, los nach Rom. Mütze, Brille. Rom ist heiß. Okay. Wo bleiben nur Hannibals Elefanten? Eine atemberaubende Aussicht wurde den Eisläufern zumindest geboten. Doch die Angst, abzustürzen, war ständiger Begleiter. Wenn ich mir vorstelle, das alles ohne solides Schuhwerk und anständige Winterkleidung bewerkstelligen zu müssen, Gott sei Dank sind diese Zeiten vorbei. So langsam kommt es mir vor, als würde der Eisblock immer schwerer statt leichter werden. Meine Kräfte schwinden, aber ein Ende der Qualen ist in Sicht. Na, du hast's gut. Willkommen in der Zivilisation. Du nimmst mir den Eis jetzt mal ab. Oh, danke. Und du hast ja fast das ganze Eis mitgebracht. Warum sitzt du hier an dieser Stelle? Hier beginnt die römische Straße. Das heißt, wir können hier dein Eis entweder auf einen Esel oder auf einen Karren verladen. Das heißt, das, was ich hier jetzt so sehe, diese Spurillen da, das war eine Straße. Ja, das ist quasi das alpine Modell der römischen Straßen. Diese Spurillen, die sind zum Teil künstlich eingemeißelt worden, damit die Lastkarren die Spur halten können. Wollen wir doch mal sehen, ob ich meine Sache gut gemacht habe und die Löwen weiter hungern müssen. Allerbestes Eis. Nero wird sich freuen. Hast du super gut gemacht. Das sag ich dir. Aber ich freue mich auf den Esel. Also, auf geht's nach Rom. Auf hunderten Kilometern Römerstraße bringt man das Eis in Rekordzeit in die Städte. Und vor allem in die Stadt, Rom. Mit der Zeit wird das gefrorene Nass immer begehrter. Seit dem 19. Jahrhundert wird das billige Natureis zunehmend professioneller gewonnen. Von den zugefrorenen Seen Europas und Nordamerikas. Hunderte Arbeiter leben in den Wintermonaten von der Eisernte. Wo keine Wasserflächen vorhanden sind, beginnt man das begehrte Gut an sogenannten Eisgalgen zu züchten. Dann erfindet der Deutsche Karl von Linde im 19. Jahrhundert die Kältemaschine. Und ab den 1920er Jahren gelangen die ersten Kühlschränke in Privathaushalte. Die Hausfrauen sind begeistert. Just press the button.
a feature that is new, and extra space all over the place for other items too. In the Auto Magic Permafreeze, so see your dealer right away, get a Permafreeze today. Doch zurück zu meinem Römereis. In den Städten des römischen Imperiums kam dann etwa die Hälfte des Eises an. Schnee mit Geschmack ist aber kein Speiseeis. Eis, so wie wir es mögen, das haben sich dann die Italiener ausgedacht. Aber die Eisherstellung war eine ganz aufwendige Prozedur. Besonders beliebt vor 100 Jahren war Kastanieneis à la Nesselrot. Dafür wurde erst einmal ein Kilo Kastanien mit viel Zucker zu Püree verkocht. Historisch korrekt müsste ich dann die Zutaten in einer Gefrierbüchse stundenlang von Hand umdrehen. Aber ich nehme lieber eine moderne Eismaschine. 1,5 Liter Schlagsahne, Zitronat, eine Menge Aprikosenmarmelade, kandierte Kirschen und Maraschino kommen dazu. Ach ja, Eigelb ist schon drin. Und dann ein bisschen drehen lassen. Der Namensgeber dieser Köstlichkeit war ein russischer Diplomat mit deutschen Wurzeln. Er war bekannt für seinen feinen Gaumen. Und die Köche des Wiener Kongresses wollten ihn mit diesem Dessert beeindrucken. Was ihnen übrigens auch gelang. Kastanieneis à la Nesselrot. Ein über 100 Jahre altes, unglaublich köstliches Rezept, was man daraus alles für Kunstwerke machen konnte. Doch ohne Zucker geht gar nichts. Der steckt so ziemlich in jedem Dessert drin. Die Kreuzritter bringen ihn aus dem Nahen Osten mit. Die Upper Class Europas bewundert das süße Luxusgut, das so selten und wertvoll ist wie Gold. Die größten Zuckerextravaganzen leistet sich Venedig, im 16. Jahrhundert eine der reichsten Handelsstädte Europas. Der französische König Henri III. Ist im Jahre 1574 bei den venezianischen Kaufleuten zu Besuch. Prominente Gäste werden damals mit süßen Festmahlen beeindruckt, die derart ausgefallen sind, dass noch Jahre davon gesprochen wird. Sire, à l'occasion de votre visite, für Henri haben sie sich etwas ganz Besonderes ausgedacht. Er ist geschmeichelt und lässt sich gerne bitten, die Spezialität zu probieren. So etwas hat der König tatsächlich noch nie gesehen, geschweige denn gegessen. Ein beherzter Biss und das Küchenpersonal muss heute mal kein Geschirr abwaschen. Alles haben die Venezianer aus Zucker hergestellt. Besteck und Teller, ja sogar die Servietten. Der Franzose ist begeistert. So muss das Paradies schmecken. Le paradis. Auch heute sind solche Künste gefragt. Und ganz ehrlich, ich habe mich noch nie als Zuckerbäcker versucht und komme mir ein bisschen wie ein Chemielaborant vor. Mein Lehrer Robert Oppeneder kann die süßen Kunstwerke fast blind aus Zucker zaubern. Ob Temperatur, Farbe oder Form, er hat alles im Griff. Noch darf ich nur zuschauen. Gleich aber soll ich mich selbst an einer Skulptur versuchen. Mal sehen. So, Christian, und jetzt bist du dran. Okay. Wir schalten die Lampe ein, legen uns ein paar Stück Zucker drunter und werden den Zucker jetzt erwärmen. Welche Temperatur haben wir hier? Der Zucker wurde gekocht auf 150 Grad und Verarbeitungstemperatur haben wir ungefähr 80 Grad. Und was machen wir dann damit? Dann werden wir gemeinsam einen schönen Schwan blasen. Das habe ich noch nie gemacht.
Kein Problem, in kleinen Schritten werden wir das hinkriegen. Ich sage nur 80 Grad heiß. So, wir schneiden uns den Zucker auseinander und werden uns den zum Seidenglanz ziehen. Was heißt das? Jetzt ist der Zucker transparent und wenn wir den ziehen, arbeiten wir Luft ein und dann wird er einfach vom Transparenten schön milchig und wir kriegen einen schönen Seidenglanz und es glänzt einfach besser. Okay, schaut gut aus. Jetzt schneiden wir uns ein Teil, ein Stück runter. Wir formen einen Ballen. Dann drücken wir hier durch und dann setzen wir das Mundstück rein, nehmen den Blasebalg und pumpen langsam Luft rein. Drehen dabei eine Kugel. Das sagt sich so leicht. Ohlala, Christian, jetzt bist du schon ein bisschen zu dünn geworden. Wir machen keine Glühbirne. Es wird zu dünn, das wird da brechen. Aber du kannst nur probieren, hier rauszuziehen. Das wird der Hals werden. Ich drehe einfach hier den Kopf. Und ich habe den sterbenden Schwan hier. Du hast den sterbenden Schwan. Und ich muss meinen jetzt abkühlen, damit er die Form hält. Wenn er einigermaßen kühl ist, schneiden wir ihn ab. Man kann das ja jetzt schon richtig sehen, dass es die Form ist. Durch einmaliges Ziehen und Modellieren. Ja, dann müssten wir jetzt noch einen kleinen Schnabel dran machen, zwei Flügel und dann würde man den auf die Platte setzen. Ich bekomme noch eine zweite Chance für meinen Schwan und dann geht's auch schon an die Flügel. Die gelingen mir etwas besser. Das alles ist so unglaublich filigran, aber es macht auch Spaß. Dann noch den Schnabel hinkriegen, sieht bei mir eher nach einem Flamingo aus. Und immer schön aufpassen, dass ich den Vogel nicht zerdrücke. Voilà. Das sieht aus wie ein stolzer Schwan und ein Schwan, der Trauer trägt oder gerupft ist. Was meinst du? Ich finde beides sehr schön. Dass das Luxusgut Zucker immer erschwinglicher wird, hat mit der Entdeckung Amerikas zu tun und vor allem damit, dass die europäischen Kolonialmächte Zuckerplantagen in der Karibik gründen. Zwischen 1500 und 1850 werden Millionen Sklaven aus Afrika verschleppt, um auf den Plantagen in der neuen Welt für den süßen Traum der Europäer zu schuften. Das Zeitalter des Blutzuckers ist angebrochen. Städte wie das spanische Sevilla, das portugiesische Lissabon und natürlich London werden reich mit dem Zuckerhandel. Aber auch die Kaufleute aus Hamburg, die die Zuckermelasse nach Europa importieren, verdienen gut damit. Bis ein deutscher Naturwissenschaftler im 18. Jahrhundert beginnt, nach alternativen Zuckerquellen zu suchen. Franz Karl Aschar. Schon sein Chemieprofessor hat festgestellt, dass im Saft der europäischen Runkelrübe viel Zucker steckt. Jetzt muss Aschar nur eine Methode entwickeln, das weiße Gold in großem Stil zu extrahieren. Viele Jahre experimentiert er auf der Suche nach einem Verfahren zur heimischen Zuckergewinnung. Notieren Sie bitte, die Rübe ist noch etwas klein und etwas hölzern, aber schon sehr süß. Wir werden bald ernten. Für den letzten Schritt fehlt es Aschar aber an Geld und er bittet den preußischen König um ein Darlehen. Friedrich Wilhelm III. Erkennt das Potenzial heimischen Zuckers und stellt ihm eine immense Summe zur Verfügung. Das Startkapital für die erste Zuckerrübenfabrik Europas. Das einstige Luxusgut wird endgültig zur Massenware. Wir Menschen mögen instinktiv Süßes, Bitteres und Saures aber nicht. Das ist angeboren und stellt im Laufe der Evolution einen Vorteil dar. Das wurde in vielen Tests mit Babys gezeigt und das möchte ich auch einmal versuchen. Es wird süß, salzig, sauer und bitter zur Verkostung gereicht. Und zwar den wohl schärfsten Kritikern meiner Karriere, aber auch den niedlichsten. Fangen wir mal mit etwas Süßem an.
Die Süßpräferenz wird auch Sicherheitsgeschmack der Evolution genannt. Denn süße Lebensmittel sind in der Regel energiereich. Im Falle von Früchten auch reich an Vitaminen und selten giftig. Mit Gaumen schmeckt's besser noch, ne? Na bitte, süß kommt schon mal gut an. Und jetzt kommt salzig. Bisschen nicht so gut, ne? Ich würde sagen, lieber den Daumen. Und hier ein klares, nicht lecker. Sauer. Nur ein bisschen sauer. Sauer war ein Hinweis auf Unreife. Scheint aber im Abgang gar nicht schlecht zu sein. Aber hier wieder ein eindeutiges Nein. Und bitter. Boah, guck mal, wie das schon aussieht. Das sieht nicht nur so aus, das ist auch richtig bitter. Und jetzt hält sich die Begeisterung in Grenzen. Zu Recht, denn bitter kann giftig bedeuten. Ich glaube, damit habe ich mir keine Freunde gemacht. Zum Glück warten hinter der Kamera schon die Mamas. Süß schmeckt uns doch am besten. Der unangefochtene Meister im Reich des Süßen ist im 19. Jahrhundert Marie-Antoine Carême, auch Koch der Könige und König der Köche genannt. Seine Spezialität ist die Kuchenarchitektur. Er baut ganze Schlösser und Tempel nach, aus Marzipan und Zucker. Der Franzose legt die Messlatte des Patisserie-Handwerks hoch. Schnell wird er zum internationalen Star. Die Herrscherfamilien von England, Österreich oder Russland reißen sich um ihn. Doch er kehrt bald wieder nach Paris zurück, enttäuscht darüber, dass an den ausländischen Höfen das Budget für die Küche so gering ist. In Frankreich hingegen, da versteht man ihn und seine Kunst. Voilà, tout est prêt. Carême sammelt Bilder seiner Kunstwerke und veröffentlicht sie unter dem Namen Pâtissier Royal Parisien, eine Anleitung zum königlichen Backen. Über 400 Illustrationen und Beschreibungen, wie man die Pyramiden, die Eremitage, die Ruinen von Baalbek, einen Tempel aus Paestum oder einen chinesischen Brunnen auf die Tafeln der Reichen zaubern kann. Alles zum Verzehr. Eines der ältesten Kuchenrezepte der Welt stammt von den Babyloniern und wurde im 2. Jahrtausend vor Christus aufgeschrieben, in Keilschrift. Kann ich zugegebenermaßen nicht ganz so flüssig lesen. Ich habe einen Experten um Hilfe gebeten. Der Bäcker mische Teig. Dazu kommen Datteln, Pistazien, getrocknete Feigen, Rosinen, vielleicht Äpfel. Gewürze gehören auch dazu. Schwarzkümmel, Koriander, Knoblauch oder auch Zwiebeln. Da ist man sich nicht so sicher. Das Ganze ohne Mengenangaben. Was da wohl rauskommt? Ich probiere es mal. Ich erwarte ja so etwas wie einen italienischen Panettone oder eine Art Früchtebrot. Es erinnert mich auch ein wenig an Müsli. Die Zwiebeln lasse ich mal weg, dafür nehme ich Knoblauch. Ein bisschen Mut muss sein. Na, das sieht doch schon langsam nach Kuchenteig aus. Gar nicht übel. Irgendwelche Angaben zur Backzeit oder Temperatur gab es natürlich nicht. Das Rezept ist ja schließlich über 3000 Jahre alt. Ich lasse den vielleicht ersten Kuchen der Menschheit etwas mehr als eine halbe Stunde im Ofen.
Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Schmeckt gut, richtig süß und das Ganze ohne Zucker. Viele essen zum Nachtisch lieber deftig als süß. Erstaunlich viele Käsesorten sind schon seit mehreren Jahrhunderten bekannt. Unter ihnen auch Cheddar oder Roquefort, Pecorino und Emmentaler. Dann mal her mit eurer neuen Köstlichkeit. Schon Karl der Große lernt einen seltsamen Schimmelkäse in der Region des heutigen Frankreich kennen. Zu Beginn ist der Kaiser noch sehr skeptisch. Eine Chronik berichtet, er habe anfangs wie ein Tölpel die grünen Edelschimmelflecken vom Käse entfernt. Herr, das ist das Edelste. Schimmel? Mmh. Ja. Unser Schimmel von Roquefort. Wer hätte das gedacht? Schimmel. Und fortan lässt sich Karl der Große den Leckerbissen sogar bis nach Aachen liefern. Mitten in den französischen Pyrenäen weiden noch heute die Schafe, aus deren Milch der berühmte Blauschimmelkäse gemacht wird. Der karge und würzige Weidegrund sorgt für den unverwechselbaren Geschmack eines echten Roquefort. In den Kalkschichten der Berge sind natürliche Felsspalten und Grotten entstanden. Sie werden als Reifekeller zur Veredelung des Schafskäses genutzt und ermöglichen die Zufuhr von frischer Luft, eine gleichbleibende Temperatur und eine hohe Luftfeuchtigkeit. 3 Wochen reift der Käse im Herzen der Berge, dann ist er fertig. Nur hier unten, so heißt es, kann der typische Geschmack entstehen. Und wie bei allen Käsesorten sagt man auch dem Roquefort nach, dass er den Magen schließt. Man könnte sagen, Käse schließt den Magen, weil Käse etwas länger satt macht als zum Beispiel Kohlenhydrate in Nudeln oder Brot. In Käse sind nämlich Fette und Proteine und mit beiden kann der Magen mehr anfangen. Ein bisschen länger was zu tun. Der Käse liegt also ein bisschen länger da drin. Und wenn im Magen was liegt, fühlen wir uns satt. Auch Früchte sind in vielen Ländern Nachspeise. Die ersten Obstdesserts sind Beeren, die unsere Urahnen schon vor mehr als 50.000 Jahren essen. Preiselbeeren, Heidelbeeren oder Himbeeren. Alles, was die Natur an Essbarem hergibt. Erst viel später werden die Obstsorten kultiviert, die wir heute am häufigsten verzehren. Unter ihnen auch der Apfel. Er spielt in allen westlichen Kulturen eine große symbolische Rolle. Der verbotene Biss in den Apfel ist Auslöser für die Vertreibung aus dem Garten Eden. Bei den griechischen Göttinnen Athene, Aphrodite und Hera wird der Apfel als Zankapfel zum Symbol des Streits. Im Mittelalter gehört der Reichsapfel zu den Insignien der Macht. Durch einen vom Baum fallenden Apfel soll Isaac Newton auf die Idee der Gravitation gekommen sein. Schneewittchen wird mit einem vergifteten Apfel ins Verderben geführt. Und bei Wilhelm Tell steht der Apfelschuss für das Aufbegehren des Volkes gegen seine Unterdrückung. Die Lieblingsfrüchte der Deutschen haben einen weiten Weg hinter sich. Zitrusfrüchte stammen aus Indien und China. In Thailand und Malaysia ist die Banane ursprünglich beheimatet. Arabische Händler bringen sie nach Europa. Sie nennen die gelbe Frucht Banan, was so viel bedeutet wie Finger. Der Apfel kommt aus Anatolien. Erst durch die Römer gelangt er bis nach Nordeuropa.
Zuerst Obst und dann der Käse und danach die Süßspeise. Oder doch Käse zuerst, dann die Süßspeise und zum Schluss das Obst. Was ist die richtige Reihenfolge? Es gibt heute keine Gesetzmäßigkeit mehr. Ich persönlich bevorzuge den Käse ganz zum Schluss nach einem wunderbaren Essen. Alle sind wohl gesättigt und man pickt noch ein bisschen gemeinsam daran herum, hat ein schönes Glas Wein dabei und alles ist gut. Doch was wäre ein gutes Essen ohne angemessenen Abschluss? Den Espresso. Hauptsache, der Kaffee kommt am Ende des Menüs. Kaffee, das Lieblingsgetränk der Deutschen, noch vor Bier. Aber woher kommt unser allerliebster Wachmacher? Das Ursprungsland des Kaffees ist wahrscheinlich das Hochland von Äthiopien. Dort sollen vor 1000 Jahren die roten Beeren der wild wachsenden Kaffeesträucher den Ziegen ganz besonders gut bekommen sein. Eifrig naschen sie von der Frucht und statt zu dösen, wie sie es sonst tun, führen sie seltsame Tänze auf, wie ein erstaunter Hirte bemerkt. Die Frage bei Kaffee ist ja erstmal, wie kann der uns überhaupt wach und fit machen? In unserem Gehirn ist ein Schalter, an dem viele Rezeptoren zählen, wie viel Energie so verbraucht wurde. Und genau an diesen Rezeptoren kann Koffein sich ansetzen und diese Rezeptoren sozusagen verdecken. Dann merkt unser Gehirn nicht, dass wir eigentlich schon viel getan haben. Denkt, doch, ich habe noch gar nichts gemacht und fühlt sich wacher. Weil unser Darm ganz ähnliche Nerven hat wie auch im Gehirn, kann auch hier Koffein diese Nerven blockieren und unser Darm denkt, hey, ich habe auch noch nicht so viel gemacht, ich könnte mich auch mal wieder aufraffen. Es kann also zu verstärkten Bewegungen führen. Das muss nicht unbedingt für jeden gut sein. Was die Italiener seit jeher gekonnt ignorieren. Venedig ist die erste europäische Stadt, in die Kaffee gelangt. Bereits im 17. Jahrhundert über den Orienthandel. Wenig später eröffnet auf dem Markusplatz das erste Kaffeehaus Europas. Die Italiener treffen sich ab sofort statt zu Hause in den Cafés. Händler, Reisende, sogar Frauen. Diese Lust am Kaffeegenuss ruft schnell Gegner auf den Plan. Prego, Santo Padre. Semplicemente orripilante. Christliche Fanatiker fordern den Papst auf, dieses Gebräu des Satans mit einem Kirchenbann zu belegen. Doch Papst Clemens VIII. Lässt sich erst mal eine Probe servieren. Ma questa bevanda è squisita. Devi provarla anche tu. Ce n'è ancora. Er ist begeistert und lässt verkünden, dieser Trank ist so köstlich, es wäre eine Sünde, ihn nur den Ungläubigen zu überlassen. Wir wollen den Satan bezwingen, indem wir den Trank taufen. Der Siegeszug des Kaffees ist nicht mehr aufzuhalten. Kaffeehäuser entwickeln sich zum beliebten Treffpunkt. In Wien doziert Sigmund Freud im Kaffeehaus über Penisneid und Hysterie. Arthur Schnitzler beginnt seine Traumnovelle zu Papier zu bringen. Und im Café Landmann diskutiert Theodor Herzl die Idee eines eigenen Staates für Juden, Israel. Auch in Paris ist das berühmte Café Prokop Stätte des intellektuellen Austausches. Voltaire, Rousseau, Balzac, Hugo kommen hierher. Sogar die Grundgedanken der Französischen Revolution sollen dort entstanden sein. Im Leipziger Kaffeebaum verkehren Künstler, Kurfürsten und Kaiser. Goethe, Johann Sebastian Bach, August der Starke, ja selbst Napoleon war hier. Heute ist es kein Problem, sich mal eben einen Kaffee zwischendurch zu genehmigen. Doch das war nicht immer so. Kaffee hat sich in Deutschland erst sehr spät etabliert. Das lag zum einen daran, dass die vielen Kleinstaaten keine Kolonien hatten und deswegen Kaffee teuer aus Holland und England importieren mussten. Zum anderen stand der sonst so fortschrittliche Friedrich der Große mit Kaffee auf dem Kriegsfuß. Er fürchtete um seine Staatsfinanzen. Denn er dachte, wenn die Leute Kaffee trinken, geht das Geld ins Ausland. Und er sagte, trink lieber Bier, dann bleibt das Geld hier. Charlotte, schenk den Damen doch bitte nach. Heiß schmeckt er am besten.
und gezuckert, wie ich finde. Was für eine Schande, uns sowas vorzuenthalten. Völlig unverständlich. So, und jetzt geh und pass auf. Friedrich treibt es auf die Spitze. 400 Kriegsinvaliden, sogenannte Kaffeeriecher, schnüffeln sich durch preußische Städte und Stuben. Den ungehobelten Gesellen ist es gestattet, jedes Haus zu betreten und darin jedes Zimmer aufs Genaueste zu untersuchen. Sie sind da, Sie kommen. Meine Damen, was Sie hier tun, ist verboten. Ein paar Damen im harmlosen Gespräch, ich bitte Sie. Ich sehe vielleicht nicht besonders gut, aber riechen kann ich. Und ich rieche Kaffee. Kaffee? Ich kann nicht sehen. Nochmal Glück gehabt, meine Dame. Nächstes Mal sind wir schneller. Doch diesen Krieg kann nicht mal Friedrich der Große gewinnen. Am Ende muss er sich geschlagen geben. Die Kaffeeliebhaber sind übermächtig. An der Wende zum 20. Jahrhundert gelangen immer mehr Innovationen auf den Markt. 1901 wird erstmals lösliches Kaffeepulver präsentiert. Mehr als 30 Jahre später legt Nestlé den Grundstein für die kommerzielle Vermarktung. Der Bremer Ludwig Roselius, dessen Vater früh verstirbt, die Ärzte meinen an zu hohem Kaffeekonsum, arbeitet an einem Verfahren der Entkoffeinierung. 1905 patentiert er ein Rezept und erlangt mit seinem Unternehmen Kaffee Haag Weltruhm. Wenig später gelingt der Dresdner Hausfrau Melita Benz eine Erfindung, die bis heute in vielen Haushalten zu finden ist, den Kaffeefilter. Sag mir, was du isst und ich sag dir, wer du bist. Diese Erkenntnis hatte man schon im 18. Jahrhundert. Denn Essen ist so viel mehr als die reine Nahrungsaufnahme. Und ich bin gespannt, was die nächsten Jahre und Jahrzehnte uns alles noch bringen werden.